Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberations Remastered. Und wir sind schon vor der nächsten Mission nach dem letzten Chaos mit dem Kanu und reichlich Geschrei. Klingt das ja auch nicht besser unbedingt. Ein dringender Gefallen, einem entflohenen Sklaven helfen, in Sicherheit zu gelangen. Okay, gut. Machen wir das mal. Ah, okay. Ja, das Umziehen, das kann ich mir zum Glück sparen, wenn ich eine Mission beginne. So. Okay. Papa, du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mehr, Cherie. Es ist nur ein Arm. Papa. Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. Jeanne, du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass. Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa. Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber bitte. Kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou. Ja. Ich bringe ihnen Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. Mit äußerster Diskretion. Das Haus verlassen? Wieso soll ich das Haus oben verlassen? Ah ja, ich mach das mal. Der Pfeil zeigt nach oben und ich gehe nach oben. Okay. Das bedeutet bestimmt wieder, dass sie sich umgezogen hat, wenn sie oben raus macht. Genau. Das war nicht so geplant, aber es hat funktioniert. Ja, einem Sklaven helfen. Okay, wo auch immer der sich aufhält. Es klingt für mich auch wieder wie eine. Naja, was weiß ich. Vielleicht wird es eine Escort-Mission, vielleicht wird es aber auch nichts dergleichen. Ja, Hund, hast recht. Ja, die Lauftaste, die Renntaste ist ja leider immer auch die gleiche Taste, die ich am Controller drücke. Fürs an den Wänden hochkraxeln zuständig ist. Ja, schön durchgeschlichen. Ne? Weil meinen Ruf kriege ich nicht weg. Schönes. Was ist denn jetzt los?
Was ist los? Was ist denn das passiert? Er ist tot oder was? Oh, alter Schwede. Sorry, ich konnte nicht. Nochmal! Na, jetzt erledige ich die gleich, wenn die auf dem Weg dorthin sind. Geh rüber, Gestrüpp. Jetzt haben die den erwischt. Bonjour. Ja, bonjour. Bonjour, du mich auch. Oh, jetzt muss ich mal schauen, wo die Wachen sich aufgehalten haben, wo die darauf zugegangen sind. Ihr standet im Weg. Du auch. Das ist doch auch immer hier mal sticht. George. Ja? Komm mit mir. Was? Los, sie kommen näher. Ja. Flucht. George, komm. George, folgst du mir? Wir müssen diesen Weg wählen. George, bist du noch da? Wir müssen hier lang. Der Weg des geringsten Widerstands ist jetzt hier an der Mauer lang. Warum habt ihr Angst? Ich will euch doch gar nichts. Wer bist du? Was bist du? Keiner sagte mir irgendwas von Racheengeln oder... Los, such dir Schutz im Bayou. Konflikt, was stand jetzt dort? Ja, ich hab... Ja, Konflikte habe ich nicht gerade vermieden, ich meine... Ja, wir müssen in den Bayou. Unsere Mission führt uns dorthin. Animus, Erinnerungsnotizen. Trotz des schlechten Gesundheitszustands ihres Vaters führt Avelin ihre Suche nach Vasquez fort. Vasquez. Okay, wie weit muss ich jetzt gehen? Ah, bis dorthin. Das zu machen. Also, quer durch, wie immer. Es klingt immer so, als ob hier ein Krokodil zischen würde, aber das ist immer, irgendwie ist das nur Geräuschkulisse. Naja. War nicht meine Absicht, hier nur zu schwimmen. Aber, Leute, da das alles nicht so weit ist, würde ich meinen, ist das egal. Hopp, hopp, hopp. Oh, ich dachte, sie macht oben drauf. Okay, Kollege, Ausrüstung der Revolution. Den Spaniern helfen, die revolutionären Rebellen zu versorgen. Avelin! Wer ist das? George, ein Freund. Wir haben ein Problem, bei dem ihr vielleicht helfen könnt. Avelin, ein Freund von dir ist ein Freund von uns. Aber wir haben hier selbst ein kleines Problem. Unsere spanischen Freunde wollen, dass wir diese Vorräte überbringen. Und zwar an, wie sagt ihr, Patriotes, am Rand des Sumpfes.
Patrioten? Oui, du weißt, aus dem Norden. Rebellion, Aufruhr etc. Eine Geschäftsangelegenheit sozusagen. Doch anscheinend stehlen spanische Soldaten die Vorräte immer wieder zurück. Das kommt mir schrecklich bekannt vor. Denkst du etwa... Oh, ich denke doch, niemals. Falls George und ich euch bei eurem Problem mit den falschen Spaniern helfen, würden die Patrioten ihn in den Norden bringen? Wenn sie die Vorräte wollen, tun sie es. Gut, gehen wir. Nicht schwimmen. Ich sag euch eins. Ich kann es jetzt schon nicht leiden. Ah, ich dachte schon, das wäre mein Floß gemeint. Habe ich denn auch eine Pistole? Ich dachte, ich hätte eine. Das ist ein Angriff! Na, schießt. Oh, die Waffen. Ich hasse diese Waffen von damals. Das ist mit dem Nachladen, mit dem Pulver nachfüllen und alles. Ja, jetzt kommt wieder mehr. Das ist mir klar. Vor uns ist ein Außenposten. Erledige sie, bevor sie uns sehen. Die werden uns umbringen. Alter! Wie springt denn die Schnalle? Da komme ich nicht hoch. Oh nein! Wir werden stark beschädigt. Nein! Das macht mich doch nervös! Na, mich macht's gerade kaputt. Los ist zerstört. Warum habe ich denn keine Waffe eingestellt? Vor uns ist ein Außenposten. Erledige sie, bevor sie uns sehen. Die geht hier wohl nicht hoch, oder was? Mach den doch mal tot! Alter, was steckt denn der weg? Alter! Alte! Ach komm! Komm schon! Muss schwimmen. Schneller, Truller. Ist es euer Ernst? Mensch, muss schon wieder fluchen. Alles, was mit Floß und Kanus zu tun hat, ist für mich Gift. No, kommen wir bestimmt noch mehr. Ne? Näher ran. Hoch mit dir, Troller. Da vorne kommt der letzte Außenposten. Ey, unsichtbare Wand. Na, wo ist er denn?
bin heute richtig schlecht. Ich bin sowas von schlecht. Ach, der ist hier drüben. Alles, was der Gouverneur versprach. Und ein paar Sonderposten von euren Freunden aus dem Bayou. Exzellent. Und niemand ist euch gefolgt? Jedenfalls niemand, der noch lebt. Monsieur Hopton, wie geheim ist eure Abmachung mit dem spanischen Gouverneur? Jeder Trottel sieht, dass die Spanier die Engländer aus ihrem Gebiet halten wollen. Warum sollten dann spanische Soldaten auf uns schießen? Wir trafen mal einen Mann, dem dieses Arrangement missfiel. Schwieriger Bursche. Vasquez, so hieß er, glaube ich. Der Company Man ist hier. Der wer, bitte? Monsieur Hopton, wollt ihr eure Waren sicher aus Louisiana herausbringen, wäre zusätzlicher Schutz angemessen. Darf ich vorschlagen, dass George euch begleitet? Sicherlich. Wenn er bereit ist zu kämpfen, nehmen wir Patrioten ihn gern mit. Ich werde für euch kämpfen, Sir. Für jedes Ziel. Seid vorsichtig, Monsieur Hopton. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Monsieur Roussillon und ich machen gern mit euch Geschäfte. Bis dann. Die Patrioten sind euch sehr dankbar. Naja. Eieiei. Tut mir leid, Krokodil. Ich hab's nicht geschafft. Ach nein, ich bin nicht dumm. Aber immer wenn man aufnimmt, macht man Fehler. Das ist wirklich so, wenn man aufnimmt. Mein Gott, ich krieg die Tür nicht zu. Wenn ich nicht aufnehme, geht das mit links. Genau so. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich nicht gerne aufnehme. Lauf jetzt nicht wieder alleine. Die ist nämlich von vorhin mal alleine gelaufen, Leute. Ah, das ist auch fies. Warum soll ich die Alligatoren? Warum soll ich denen immer wieder die Eier wegnehmen, die Kinder stehlen? Das ist ja Quatsch. Das ist doch Unsinn. Das macht man doch nicht. Das ist doch Familienzerstörung. nein, das mit den Außenposten, das tut mir leid. Das war nicht das Schlimmste. Das mit dem Floß. Mit dem Kanu ins nach New Orleans zurückkehren. Okay, da fühle ich mich auch wohler, da muss ich nicht andauernd ins Wasser springen. Ich habe es ja schon gesagt, diese Kanus, die nehme ich ungern, weil die da bleibe ich an jedem Baum hängen. Und das muss nicht sein. So. Ja, eine Schnellreise an sich gibt's ja nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich mach's. Das hat mit meinem Gequatsche zu tun, wenn ich dazwischen rede, dass ich das dann nicht schaffe. Ja, ist es denn noch weit hier, weil das... anscheinend war ich hier noch nicht. Erinnerungsbeginn. Weil das ist hier noch dunkel. Gut.
Hier drüben ist die Brücke, ich habe es schon gesehen. Du sollst nicht immer da oben hoch machen oder was weiß ich. Kaputt machen? Nein. Okay. So, jetzt bleiben wir mal auf dem Weg. Ja, die armen Krokodile. Nach New Orleans zurückkehren. New Orleans, New Orleans, wie spricht man es eigentlich aus? New Orleans. So, ich habe Geld 34 genommen. Wegen 34 Real oder wie die Währung dort ist, oder? Ach nein, wir sind ja hier in Nordamerika. Sind das schon Dollars? Ist das schon Dollars? Es gab ja immer den Dollar dort, oder? Wann wurde der überhaupt eingeführt? Das würde mich mal interessieren. Ja, wieder ein Ding, Sache, die man, wo man es lernen kann. Es ist Nacht geworden. Nacht. So, wie weit war das jetzt? Ja, nur durch die ganze Stadt. Oder durch die Dreiviertelstadt. Und Schwein, oh, schön. Nur durch die ganze Stadt. Ach, ihr könnt mich jetzt mal. Mein Gott, ich kann nicht immer darauf achten, dass ich hier über die Dächer gleich flüchte. Und außerdem Sackgasse. Und außerdem, was du weg hast, hast du weg. Nein, das sind mir zu viele. Was ist es, das du nicht sehen sollst? Hä? Was soll ich nicht sehen? Eine Nachricht von Erudito. Wer ist denn das? Nachricht. Geht weg, Zivilistengesindel. Das kam jetzt unerwartet dazwischen. War ja klar. Was war? Was ist mit dem? Erzählt er mir was? Ich hoffe doch. Nur eine Geste. Kaum genug. Ich kann Ihnen Lohn bieten, doch was bedeutet Geld ohne Freiheit? Eines Tages wird sie kommen. Oder du bringst sie. Ich weiß es. Und in der Zwischenzeit? Soll ich mir auf die Schulter klopfen, während sie tagtäglich misshandelt werden oder schlimmer? Die Templer werden die Sklaven niemals befreien. Sie halten selbst die Reichen in Ketten. Auch wenn das kaum einer vermutet. Gerald, wenn Vater meine Mutter nicht befreit hätte, wäre ich in der gleichen Lage. Doch er tat es. Dennoch schulde ich es ihnen. Okay, das sind Erinnerungsschnipsel. Bürger E. Von Bürger E. Also wer auch immer das sein mag. Oder habe ich irgendwie vergessen, um was es noch ging? Na gut. Ja, wir haben eine ganz schöne Flotte. Ich würde mal sagen, ich schicke erstmal ein paar Schiffe los. Wir müssen
müssen doch schon längst wieder da sein. Santa, ach, das sind meine Schiffe, sind das. Ich habe 3. 4 Schiffe kann ich kaufen bis jetzt. Lohnt sich das, wenn ich so, ja, so ein kleines geschippertes brauche? Das nützt mir nicht. 200 Frachtraum, 60, 70, 150 Frachtraum. Okay, wir haben sie gekauft, die Konfidenz. Ah, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Schiffe. Okay. Jetzt senden wir mal eins nach Liverpool. Ich will die mal weiter wegschicken. Hä? Ach du liebe Zeit, ich kann ja dort kaufen noch. Okay. Meine ganzen 5 Schiffe schicke ich jetzt los. Entsenden. Kann ich das jetzt mal nach... Eins ist entsendet. Ah, das sind die Häfen, wo ich Schiffe kaufen kann. Aha. Bring mir gute Fracht. Ah. Ich brauche ja auch Geld, ja. Und die Geschäfte allein scheinen nichts einzubringen. Los damit. Wo war das mit dem Schiff entsenden? Da habe ich ja noch gar nichts. In New York gibt es da was Gescheites. Okay, Leute, ich mache das am besten für mich. Mache ich das mal, das ist nicht so spannend für euch. Ja, ich würde sagen, wir steigen in die nächste Mission ein, die da heißt, der letzte Tanz, ein schwaches Glied eliminieren. Okay. Aveline, Gerald, er ist zurück. Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich 2 Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten. Streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. Okay. Unter die Leute mischen und Gespräche führen. Ja, das ist mir klar. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren. Ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen! Für mich! Ah, Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt.
Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an Ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Was meint ihr, wen ich heiraten soll? Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Bitte, Senorita, ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie-Félicité, ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen. Damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Oh mein Gott. Tratsch. Ich gebe nichts drauf. Ich hätte es jetzt können auch anders ausdrücken. Ich gebe ein... Ihr wisst schon. Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Ist sogar was, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Okay. Schon gefunden. Mit Vasquez reden. Besondere Herren bestehe. Ich bestelle jetzt niemand. Ah, nein, mache ich nicht. Señorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Señor Vázquez. Si, si. Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Si, si. Geht nur voraus. Vázquez betören und in eine stille Ecke locken. Und die stille Ecke ist hier oben. Darf ich ihn dann lynchen? Wenn es hier hinten rumgeht, dann ist das die stille Ecke. Ich kann ja auch schneller gehen, ja. Das geht ja auch.
Und solange der schneller mitgeht und ihr hier weggeht. Mein Gott. Noch mehr nach oben, oder? Oh, das war geil. Upsala. Genial. Company Man. Company Man? Nein. Das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen. Das ist also eine Company-Frau? Nicht Company-Man jetzt? Ah, er hat nur Geld dabei. So, jetzt habe ich doch geklaut und das zum Schluss noch. Geh weg. Ah, den wird bestimmt gleich jemand entdecken. Hier sind zu viele Soldaten und mächtige Leute anwesend, also sollte ich ja schnellstmöglich verschwinden. Madeleine! Aveline! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein! Tja, wer konnte das wohl wissen, ja. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Wir sind einen Schritt weiter, wir sind einen Schritt zurück. Wir haben den Falschen getötet und immer noch nicht den Company Man gefunden. Und das alles finden wir bestimmt beim nächsten Mal. Und das sage ich vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann erstmal weg. Tschüss.